Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu Hitpoint Gaming. Mein Name ist Dominik und ich habe heute hier etwas Besonderes. Ich habe nämlich auch gar keine Ahnung, wohin mich eigentlich heute das Ganze hier verfolgen wird, erreichen wird, was mich heute hier erwartet. Es leben Wortfindungsstörungen. Jawohl, wir schauen uns heute ein paar Spiele des Global Game Jam an, aber nicht nur von irgendwelchen Spielen, von irgendwelchen Entwicklern, nein, sondern wir haben hier unsere Werte, stellvertretende CIO, die Werte Kati, die mit unter anderem bei der Hochschule Halle, Harz, Medieninformatik halt studiert. Und diese Hochschule Harz hat sich jetzt tatsächlich schon seit den letzten Jahren bei dem sogenannten Global Game Jam für Jahr haben sich ja die Studierenden sich dann irgendwie meistens zusammengesetzt, um dann eigene Spiele zu entwickeln. Wenn ich das jetzt auch gerade richtig im Kopf habe, ist ja meistens ein Game Jam dafür gedacht, dass man innerhalb eines gewissen Zeitraumes, meistens meine ich 48 Stunden, sich dann auch manchmal auch ein bisschen durchgemixt mit anderen Leuten, sich dann zusammensetzt, ein Konzept eines Spiels überlegt, sich auch mit neuen Tools vielleicht auseinandersetzt, um halt neue Spiele zu entwickeln. Ich meine, wer es meistens kennt, John Wolf oder auch Wes Grimm spielen ja meistens auch diese Horrorspiele, die meistens auch auf diese Game Jam Sachen halt basieren. Meistens auf Itch.io zu finden, aber auch Global Game Jam hat dabei so ihre eigene Seite. Und ich habe mir ein paar Spiele rausgesucht, die ich gerne mal Lust und Laune habe. Eine Sache, die mich allerdings wiederum interessiert hat und wo ich ein bisschen enttäuscht war, weil wenn ich jetzt mal gerade mir richtig rüber gucke, ist das hier Global Game Jam, Hochschule Harz, wo ist das denn hier? Da, ist ja einmal hier die Seite von 2021, also von diesem Jahr, von dem Global Game Jam. Ich habe aber mal auf der Seite von Kati nochmal geguckt und was habe ich da gesehen? Es gibt ein Spiel namens Trash Grab. Warum ist das nicht bei euch bei 2021 mit dabei? Das ist wie Goose Game angeblich, bloß nur mit Raccoons. Wieso sagt man mir das nicht eher? deswegen, also wir haben heute ein bisschen was zu schauen. All diese Spiele könnt ihr ganz einfach selber herunterladen und selber einmal spielen. Man muss halt dabei bedenken, sind alles meistens in einem Zeitraum von meistens von 48 Stunden erstellte Spiele. Da ist natürlich kein Polishment wie ein Assassin's Creed oder ein Battlefield zu erwarten. Aber ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, deswegen, wir springen mal rein in das erste Spiel. Das erste Spiel, was wir uns heute ansehen, ist Condo Cars. Ich habe keine Ahnung, eigentlich sagt mir OBS sogar, dass es hier gerade Ton ausgibt und ich habe auf keinem meiner Soundkanäle irgendwie Sound gefunden. Deswegen, also wenn wir Glück haben, haben wir beim Schnitt Ton oder nicht. Fängt schon mal gut an, yay. Nein, das mal ganz beiseite. Ich kann das Spiel aber leider nicht auf Vollbild machen. Das sollte aber eigentlich für die Aufnahme gar kein großes Problem sein. Was ich sehr schön finde, sind immer schön erstmal, das ist mittlerweile auch so eine Entwicklung an Spielen, die ich mittlerweile entdeckt habe, dass die Mitwirkenden oder Credits meistens schon direkt in den Hauptoptionen, während du ein Spiel startest, schon direkt angezeigt wird. Ich glaube, das liegt einfach nur daran, weil Spiele heutzutage nicht mehr durchgespielt werden. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich meine, damals war tatsächlich einzelne Credits tatsächlich noch irgendwie eine Belohnung für Spieler gewesen, wenn ich bedenke, dass Pokémon Snap damals zwei verschiedene Arten von Credits hatte. Naja, worum geht es überhaupt um Condo Cars? Natürlich so professionell wie ich bin, habe ich mir auch ein Stück weit natürlich nichts angeguckt, was es geht, weil das ist halt irgendwie auch für mich die Überraschung, worum es hier geht. Deswegen, mit WASD können wir laufen, mit Left-Click, to grab und links-rechts, was? Hold Left-Mouse-Click, Right-Mouse-Click to thrown away, Space, Jump, Tether, Sneak, oh Gott, ja, hoffentlich ist das nicht so ein Survival-Spiel-Horror-Ding. Shift to Sprint, Tap for Pause, One Arrow equals 30 Seconds, Better Hurry, okay. Das Ding ist halt, die Problematik dahinter ist, ich weiß nicht, wie sehr ich unsere Leuten vertrauen kann, wo jetzt ein Horrorspiel mit dabei ist oder nicht. Ich werde nicht angeschrien, das ist schon mal gut, ich habe keinen Ton. Deswegen, wir fangen einfach mal mit Condo Chaos an. Before you leave, you check your pockets one last time, but they're empty. Quick, gather all your essentials und dann, okay. Okay, das mit einem kleinen Markern. Get Keys, Headphones, Wallet, Phone, Mask, Tissues and Shades. Oh. Wie aktuell ist das Spiel, dass du deine Maske legst? Aber meine Sonne kommt. Ich hab meine Shades. Okay, ich weiß nicht, ob ich alles ein. Okay, das Konzept habe ich jetzt verstanden. Ich muss also schnell meine ganzen Sachen einsammeln, bevor ich gehe. Ah, da oben sind meine Headphones. Headphones habe ich gefunden. Ich will einen Kaktus mitnehmen. Komm. Den Kaktus nehme ich mir mal hier. Dann pack. Das ist eine coole Idee eigentlich, dass man einfach nochmal schnell auf... Mach die Tür auf... ich habe die Tür aus deinem Angel rausgeholt. Warum? Okay, ist auch gut möglich. Wenn du die auch mitnehmen willst. Ich will die Tür auch noch mitnehmen. Mann, wie viel...
Wer bitteschön baut seine Wohnung so, dass man oben ein Sofa hinstellt? Das wäre... Ich würde da unter nicht schlafen wollen, ganz ehrlich. Ich hätte da Sorge. Oh Gott. Wer hat das hier auch alles so hinter... Was ist denn los mit euch? Die arme Monitorhaltung. Mal ganz im Ernst, ich habe kaum noch Zeit. Mein Bus läuft schon und ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich bin so stark, ich nehme die ganzen Türen aus der Angel. Was muss ich eigentlich noch alles holen? Mein Wallet, Phone, Mask, Tissue. Was ist denn nochmal Tissue? Tissue? Tissue sind eigentlich Taschentücher. Warum soll ich meine Taschentücher mitnehmen? Kann ich Klopapier hier Silberwischen wegnehmen? Nein, anscheinend nicht. Oh Gott, das ätzt mich jetzt gerade so ein bisschen. Wer packt seinen Toaster in eine Badewanne? Mit einem Spoon? Du. Warum? Toilettenpapier, kann ich gut verkaufen. Seife? Nein. Tissue? Nein. Nein. Ich bin verwirrt. Wo zum Henker sind meine ganzen Sachen? Das ist halt, wenn man in einem unaufgeräumten Haushalt lebt. Nicht, Schatz? Gott, die Türen versperren mir gerade den Weg. Nein! Verdammt! Okay, so lang. Kann ich diese einzelnen Sachen hier öffnen? Ich kann die Sachen hier auseinandernehmen. Ha, wie manche Ikea-Regale. Sehr schön. Warum sind hier Messer drin, aber nicht die Sachen, die ich suche? Oh mein Gott. Oh Gott, das Prinzip finde ich aber gerade eigentlich ganz nett, um ganz ehrlich zu sein. Mal ganz im Ernst, ich finde meine Sachen nicht. Kann ich die Sachen hier offen? Ich kann... Okay, hier würde ich die Sachen komplett auseinander... Oh mein Gott, der arme Fernseher. Ganz im Ernst, oh mein Gott, der Bus fährt. Okay, dann muss ich halt ohne Schlüssel... Ich kann ohne die Schlüssel nicht rausgehen. Oder? Kann ich überhaupt hier rausgehen? Wie? Was? Wo sind meine Schlüssel? Herrgott, nochmal. Nein, 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 nein. Das ist ein reines Chaos-Spiel. Gefällt mir eigentlich. Komm, im Kühlschrank ist auch... Im Kühlschrank ist nichts. Nein, nein, nein. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Nein. Kann ich jetzt raus, oder? Es ist jetzt die Frage. Ich kann springen. Kann ich die Lichter abnehmen? Nope. Nope. Da unten. Was habe ich da? Meine Maske. Ich habe meine Maske gefunden. Geil. Also das Beste ist das... Nee, warte mal. Die Maske hat er gar nicht aufgesammelt. Warum? Ha, jetzt habe ich meine Maske. Das heißt, ich werde schon mal vom Ordnungsamt nicht mit 5000 Euro bestraft. Aber... Lampe? Lampe? Dang, you missed the bus. And on the top of that, your condo is your complete mess now. Geil. Okay, also das Spielprinzip ist also... Okay, das nochmal kurz zusammenzufassen. Ich warte, also ich muss schnell zu meinem Bus. Ich habe aber all meine Sachen vergessen, weil ich wahrscheinlich in der letzten Minute aus der Dusche gestiegen bin. Das ist ganz wichtig für die Lore der Geschichte. Ich probiere es nochmal. So, wir wollen nochmal los. Wir treten da draußen und... Oh shit, wir haben alles vergessen. Komm, ich will jetzt zumindest 5 Sachen finden. 5 Sachen ist jetzt zumindest mein Ziel. Ist es aber immer wieder unterschiedlich? Oh, die Sachen werden immer unterschiedlich versteckt. Oh, okay. Ach, du meine Güte. Ah, ich habe die Maske aber dafür schon gefunden. Wir gehen jetzt systematisch schon ein bisschen durch. Wir reißen einfach mal alles auseinander, was halt nur geht. Nein, nein. Man denkt sich so, oh shit, wir müssen jetzt ganz schnell los. Oh, my wallet. Das heißt, ich kann schon mal den Bus bezahlen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Sonst läuft man halt mal ein bisschen. Ich meine, weiß Gott, so faul sind wir doch auch alle nicht mehr. Ich meine, wir sind doch jung und dynamisch. Wir können doch laufen, dachte ich mir. Da habe ich mein Phone. Warum ist mein Telefon in der Vorratskammer? Warum? Ist das, obwohl, das ist, glaube ich, dasselbe Prinzip, wie auch jedes Mal Red schafft, sich auf mein Handy draufzusetzen oder auf irgendwelche Sachen. Nein, nein, nein. Kaktus? Nein. Hier oben nochmal? Hier oben? Nichts? Nein. Niana? Niente? No? Okay. Tür auf. Muss weiter. Da oben habe ich... Was war das jetzt eigentlich gerade? Okay, ich habe tatsächlich schon 4 Sachen. 4 Sachen von 7. Okay. Mir fehlen aber noch meine Keys, meine Brille und meine Headphones. Da unten ist doch was. Da ist doch irgendwas durchgeschaltet. Hä? Gut, ich habe eigentlich alles nachgeguckt. Ich weiß nicht mehr, wo ich gucken muss. Oh Gott. Oh, ich kann das Bett auch noch da auseinandernehmen. Komm, hier unter muss auch noch was sein. Bullshit. Oh nö. Das Problem ist halt nur, ich glaube, da kann sich auch jeder so ein bisschen hineinversetzen. Obwohl ich mir irgendwann auch der Meinung bin, dann nehme ich halt erst den nächsten Bus. Wozu sich auch großartig die Hektik machen, wenn ich eh schon zu spät bin. Warum noch die Hektik machen, gerade so zur Schulzeit? Da war ich halt auch nicht persönlich der beste Schüler, muss ich leider zugeben. Da ist noch irgendwas. Kann ich das... Da leuchtet irgendwas doch. Da leuchtet doch was. Ha, ich habe einen Schlüssel. Ich habe Headphones. Fehlt mir eigentlich nur meine Headphones. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht mehr so das Relevanteste, würde ich ehrlich behaupten. Ich meine, ich habe... Kann ich die Toilette aufmachen? Na, okay, da sind leider nicht die Headphones drin. Das wäre jetzt auch noch meine Sache. Ist egal, kann ich jetzt raus? Ich kann nicht rausgehen. Das heißt, ich muss eigentlich alles gesammelt haben, damit ich hier tatsächlich einen Sieg habe. Nix. Auf den Versuch lasse ich es gerne nochmal ankommen. So, komm, jetzt gehen wir aber alles zusammen. Nope, nope, nope. Ah, na toll, meine Kopfhörer waren die ganze Zeit unter dem
Nichts gewesen. Da ist auch nichts, auch nichts. Da, da ist was. Warum ist meine Maske da am, oben am Hängen? Ist egal. Immer schön die Rote. Mein Wallet, sehr schön. Oh Gott, hier oben. Ach, hier oben sind auch noch Sachen. Ach, shit. Hätte ich das mal vorher gewusst. Eins ist klar, ich räume das am Ende des Tages nicht auf. Komm, Badezimmer, Badezimmer, du wirst mir doch eine große Hilfe sein. Warum sind meine Brillen bei der Toilette hinter der Pflanze? Hinter der Klopflanze, warum? Phone, Keys, okay. Da, die Schlüssel. Ah, gib die Schlüssel her. Verdammt, wo ist das? Oh Gott, da sieht man aber auch so unfassbar wenig tatsächlich. Die Schublade deckt sich auch nur. Fuck the shit, I'm out. Phone. Kann ich mich nicht einfach mal selbst irgendwo anrufen? Wäre das nicht einfacher? Hm. Ah, okay, da wird nichts. I'm stuck. Oh, okay, ich war auf der Pflanze gewesen. Ganz normales und natürliches Verhalten. Man kann auf einer Pflanze stehen. Nein, mein Phone! Ja! Hab ich's jetzt geschafft? Ich hab die in letzter Sekunde das noch eingesammelt. Shit! Okay, Headphone. Ha, mein Phone. Okay, sehr schön. Na, hier. Ich hab mein Wallet gerade eingesammelt. Und mein Phone. Okay, wir kommen schon mal weiter. Da ist Taschentücher. Zeh war schon weg. Hab ich das jetzt eingesammelt? Die Shades? Okay, sieht schlecht aus für mich. Okay. Sind aber noch gut in der Zeit. Busfahrer, erbarmt dich noch, mal 5 Minuten zu warten. Würde ich die Küche, die frisst am meisten Zeit. Ha! Da habe ich meine Maske. Nein. Da! Schlüssel! Yes! Alter! Es könnte sein, dass ich das gerade eben schon geschafft habe. Ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall, wie hieß nochmal das Spiel? Condor's Chaos. Hat an sich Spaß gemacht. Also das Spielprinzip selber ist ganz nett. Ich meine, es ist kurzweiliger Spaß, so für nebenbei. Es ist eine gute Sache. Ich meine, das Konzept selber kennt ja jeder. Man macht auch mal in alltäglichen Lebenssituationen einfach mal was Neues raus. Also Condor's Chaos macht auf jeden Fall Spaß. Könnte man wahrscheinlich schön als Speedrun draus machen. Was sehr aus Random-mäßig erfolgt. Okay, sorry, ich habe doch Sound. Condor's Chaos war meine Schuld. Ich habe mich doch irgendwie vertan. Hey, es ist doch ein bisschen blöd. Wir spielen jetzt Drunken Skeletons. Wir starten einfach mal das Spiel. Ach, du meinst, was machen wir überhaupt mit dem Spiel? Was? Souls. Okay. What the fuck ist das? Das ist Vector at the best. Okay. Ich kann mit der Maus mich umgucken. Nach oben gucken, nach unten gucken. Links, rechts. Okay. Kein Tutorial, ob ich hier eventuell inventieren möchte. Nein, ist nicht drin. Wir müssen Seelen sammeln. 1 von 5. Scheint hier auch, glaube ich, ein Maze, also ein Labyrinth zu sein. Sieht zumindest ein bisschen danach aus. Das scheint ja alles so ein bisschen eine Rätselpassage zu sein. Da ist ein Schalter. Da möchte ich hin. Wie kann ich das machen? Kann ich irgendwelche bestimmten Aktionen machen? Main-Menü. Nein, kann ich nicht. Wir starten nochmal von Beginn. Ich habe einen Körperteil verloren. What the fuck? Ich habe einen Körperteil verloren und ich kann den wieder ansetzen. Warum? Und, wieso habe ich meinen Kopf fallen lassen? Meinen Kopf werfen? Warum? You can move with WASD keys. So head with T. So arms F and G. Leave legs behind V and B. Also you can press R to resemble your skeleton. Ah. Warum macht man das nicht ins Spiel rein? Das Tutorial? TFG. Okay, das kann ich mir, glaube ich, merken. Okay. Mit er ist wieder dran und ich möchte an den Schalter. Wie? Ich kann noch einen Arm F und G? Achso, ich bin noch im Main-Menü. Ah! Oh! Oh, okay, das ist nice. Und dann wird er wieder zurück. Oh, okay. Das ist eine nette Idee. Okay, wir können also einfach unsere Körperteile abmachen und dann auf das nächste. Dann müsste ich doch eigentlich theoretisch ein Bein. Doch theoretisch. Hier drauf stehen lassen können. Nice. Okay. Oh, das ist. Muss ich das schnell sein oder muss ich. Oh, warte mal, kann ich meinen Kopf einfach werfen? Geht! Ha! Obwohl, ich starte wieder hier. Das ist, das ist nicht so gut. Kann ich beide Beine verlieren? Kann ich beide einfach hier. Das geht sogar! Ich kann mein Skelett einfach beide Beine abnehmen lassen. Okay. Also ist eigentlich der Torso eigentlich mehr.
mein Hauptpunkt meines Skeletts. Okay, das ist eine nette Sache. Muss man auch erstmal auf die Idee kommen. So, da muss ich irgendwas rüberschmeißen. Ist nur die Frage, was... Ich schmeiß mal einen Kopf. Das war anscheinend falsch. Ach, da oben hin. Vielleicht könnte das sogar Ziel des Lösungs sein. Da oben ist ein Baseballkorb. Und das, ich kann das nur sehr schlecht irgendwie... Das ist das Problem. Ich kann nur relativ schwer kontrollieren, wie ich werfe. Ich habe nur hier meine Maus und dann kann ich hochwerfen. Und ich werfe anscheinend zu hoch. Dann nochmal. Das ist mal ein bisschen niedriger. Ungefähr so. Zack. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das richtig oder falsch mache. Die Kamera, die spinnt hier gerade so ein bisschen rum dabei. Oder kann ich das doch kontrollieren? Wuhu. Anscheinend habe ich meinen Kopf hier durch die Wand glitschen lassen. Das ist aber halb so wild. Okay, hier komme ich aber wirklich nicht weiter. Geht! Hey! So, was ist jetzt hier der Joke an der Sache? Arme kann ich generell nicht werfen. Mir die Beine abzunehmen? Bringt mir, glaube ich, auch nichts. Den Kopf abzuwerfen kann ich dadurch... Oh, ich kann mir doch meinen Kopf doch noch abwerfen. Der jetzt irgendwo in der Luft hängt. Okay, also... ist schon interessant, wenn ich mein Torso bewege mit meinen Armen, bewegen sich aber trotzdem noch meine Beine zumindest in der Richtung hin. Also sie bleiben starr stehen, aber sie bewegen sich noch. Also ist auf jeden Fall gut möglich. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach nur gerade absolut auf dem Schlauch. Muss ich hier so ganz eklig um die Ecke hier stehen? Aber das wäre ja auch nicht so Sinn der Sache, ne? Muss ja irgendwie hier in der Nähe stehen dabei. Also dafür. Das Problem aber hinter der ganzen Sache ist im Grunde nur... Es würde für mich Sinn ergeben, wenn ich meinen Kopf jetzt hier hinwerfe und dass der Kopf eigentlich mein Hauptangelpunkt eigentlich ja ist, ne? Ich meine, Kopf ist ja das Wichtigste am menschlichen Körper. So, aber wenn ich mein Skelett ja wieder zusammensetzen wollen würde, ich mache meine Beine jetzt mal komplett ab. So. Das ist auch eine komische Aussage. Und wenn ich jetzt mal R drücken würde, setze ich mich aber dort wieder zusammen. Ich meine, gut, okay, das ergibt Sinn, ja. Aber es wäre eigentlich sinnvoller als solches, dass ich mich eigentlich dort wieder zusammensetze, wo mein Kopf liegt. Das heißt, ich würde dann eigentlich das hier, mich hier dran setzen können. Was auch für mich mehr Sinn ergeben würde. Ich stelle mich mal hier so ganz blöd mal an die Wand. Vielleicht kann ich da... Okay, glitschen ist hier auf jeden Fall keine Möglichkeit. Schade. Nee, ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich hier weiterkommen soll. Oh, oder aber, eine Idee habe ich noch. Ich muss meinen Kopf dort in die Nähe hinschmeißen, wo der Schalter ist. Dann schmeißt mein Skelett einfach wie ein Bumerang einfach nur seine Arme. Wer weiß, vielleicht geht das dadurch. Vielleicht muss ich das einfach nur im Sichtfeld haben. LOL, das ist wirklich die Rätselslösung? Aber dann ist doch der Basketballkorb komplett fehl am Platz. Oder hätte ich das da schon machen können? Okay, anscheinend funktioniert der Kack. Aber Problem ist jetzt nur als solches, ich weiß nicht, wohin ich jetzt laufe, weil ich resample jetzt und die Tür geht wieder zu. Wow. Moment. Aber Idee ist, vielleicht ist der Basketballkorb doch wichtig. Weil jetzt bin ich ja, ich habe glaube ich dann so gut wie alles in... Ah, von der Reichweite klappt das auch noch her. Na gut, muss man jetzt auch erstmal drauf kommen, weil jetzt kann ich mit meinem Skelett... Ah, okay. Ja, hier. Big Brain Moment hier. Oh mein Gott. Das ist alles ein Fehler des Spiels. Das Problem liegt auch niemals außerhalb des Bildschirms. So. Ziel des Ganzen ist, denke ich mal, hier dasselbe wie gerade eben auch noch. Einfach mal beide Beine ab. Dann sind beide Schalter aktiviert. Dann müsste ich doch... Ja, hier komme ich hier ganz normal vorbei. Also, Anbetracht dessen, dass gerade das andere Rätsel schwieriger war, war das jetzt gerade irgendwie easy. Okay. Es sind auch diese Herausforderungen, mit denen man halt wächst, nicht? Von daher, es wird halt nur noch einfacher. Sagte er jetzt und verzweifelt jetzt so langsam. Ich werfe jetzt mal kurz einen Arm hier ran. Ich verliere... Verliere ich oder lasse ich meine... Wenn ich jetzt beide Arme jetzt daran verliere... Ich mache das jetzt einfach mal. Oder ich muss meinen Kopf einfach passend dahin werfen. Ich bin doch eigentlich dumm, ne? Ist doch eigentlich vollkommen egal. Ich bin doch jetzt hier. Eigentlich sollte ich auch meinen Arm trotzdem dahin werfen können. Ich mache hier B. Oder V, wo ihr. Dann werfe ich hier wieder los. Zack. Tür ist offen und ich habe 5 von 5 Seelen. Geil. Okay.
Rätseleinlagen gut geschafft, dafür, dass ich eigentlich Rätsel hasse, habe ich das, denke ich, doch mal relativ gut gemacht. You win! Ja, nice! Du hast gewonnen! Okay, also das einfach nur mit dem Basketballkorb, das war irgendwie so Next Level für das Ganze gerade gewesen. Also das war, würde ich so outside of the box denken. Ist eine nette Angelegenheit, ja. Das Konzept gerne noch mal ein bisschen weiter austüfteln. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also bisher bin ich eigentlich recht begeistert. Als nächstes kommt No to Panic. Ein Spiel, wo man, glaube ich, durch eine Galaxis rumschwebt und irgendwelche Sachen einsammelt. Auf jeden Fall sehe ich hier gerade irgendwas mit Highscore. Also von daher wird es eher so Arcade-mäßig, habe ich das Gefühl. Was sagen denn hier gerade die Credits? David, Jonas, Sven haben das Coding übernommen. Das Design haben Isabella und Lena, die Art Jackie und Vivian. Eine Sound Adam und Yorgo. Yorgo? Namen, die ich bisher so noch nie gehört habe. Aber den Lena kannte ich. Lana kenne ich. Ist aber jetzt relativ hier. Egal, wir spielen einfach mal. Oh no, how did I get here? Need to find a way back to my spaceship. I can only hope one out of the oxygen. Oxygen, okay. Wer hat die schöne Musik ausgemacht? Hello, anybody here? Ich kann sogar meinen Namen eingeben. Ich nenne mich Penny. Einfach nur Penny. Penny. Penny ist gut. Und ich bestätige mit einer Rakete. Nett. Wie ist die? Okay. Mir ist das nicht? Das ist eigentlich ganz nett geworden. Also wir müssen eigentlich die ganze Zeit nur O2-Maschinen... Ach du... Ist das egal, wie weit ich mich hier wegbewege? Okay. Also ich muss einfach nur die ganze Zeit Oxygen-Sachen einsammeln, ne? Ist es nur die Frage... Jetzt wird es auch langsam knapp. Oh Gott, ich habe hier aber auch eine Cooldown. Okay, ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt die Oxygen-Flasche jetzt einfach mal verpasst. Oh, ich habe aber auch einen Wendekreis wegen Panzer hier gerade, ne? War das gerade ein Space-Mushroom und ich habe gerade anscheinend keine Luft oder ich bin gerade in den schwarzen Loch eingesogen worden? Eins von beiden. Aber hey, ich habe 199 Punkte erreicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. You died, loser. Sind wir ganz im Ernst. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nur in ein schwarzes Loch reingekommen. Okay, wir probieren das nochmal. Also, Ziel ist es, erstmal unser Spaceship zu finden und so viel wie möglich an O2-Maschinen zu kommen. Genau, oben links wird das symbolisiert, dass wir halt genügend Sauerstoff dabei haben. Jetzt nur die Frage... Wie erkenne ich jetzt gerade, dass ich auch auf dem richtigen Weg bin? Und die andere Frage ist vor allem, wie schmecken diese Space Mushrooms? Es scheint aber hier gerade der richtige Weg zu sein. Das so scheint hier zumindest... Okay, wenn ich mit irgendwas kollidiere, ist das schon mal nicht schlimm. Außer, dass ich nur langsamer werde. Was prinzipiell erstmal nicht so verkehrt sein kann. Ich möchte mal so einen Mushroom nochmal finden. Auch hier ist wiederum die Frage, ich verliere jetzt gerade... Warum verliere ich jetzt auf einmal wesentlich mehr Oxygen, als das eigentlich vorher war? Warum sage ich auch Oxygen, wenn ich auch einfach Sauerstoff sagen kann? Das macht mich jetzt gerade nervös. Ich finde keine Luft mehr und ich bin jetzt im roten Bereich. Umso mehr ich es auch verwende, umso mehr ist es... Oh, okay... Okay, also durch Fortbewegung selber benutze ich ja Sauerstoff, aber ich brauche es natürlich auch zum Überleben. Ja, ich meine, das ergibt Sinn. Wenn ich es aber umso mehr benutze... okay. Ich treibe ja auch... Oh, aber dafür habe ich es weiterhin geschafft. 315 Punkte. Ich werde immer besser. Das muss ich jetzt mal beobachten. Ich habe ja auch immer so einen gleichen Antrieb noch weiterhin zu den Seiten hin, ne? Merkt man ja hier. Ich versuche das jetzt mal noch nicht allzu sehr die ganze Zeit anzuhauen. Sondern ich sammle jetzt erstmal generell so die Oxygen-Sachen. Das ist generell auch, glaube ich, gerade die Sache. Es ist ja, glaube ich, Arcade-mäßig. Ich soll auch so wirklich einfach nur anfangen, einfach nur Oxygen zu sammeln, um bestmöglich eine Distanz einfach wegzulegen. Ich weiß gar nicht, ob es hier wirklich ein Ziel gibt. Wäre zumindest wünschenswert. Also nach oben hin war gerade Selbstmord gewesen. Die Oxygen-Flaschen waren auf jeden Fall schon mal nicht random gewesen. Dies blieb auf jeden Fall immer die gleichen. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen den Antrieb einfach mal mit mir zu arbeiten zu lassen, weil ich meine ja, ne, leerer Raum, Vakuum und wenn ich keinen weiteren Antrieb gebe, müsste ich mir eigentlich halt bis ins Unendliche immer in dieselbe Richtung eigentlich treiben, außer ich werde irgendwann mal unterwegs eingehalten. Theoretisch. Keine Ahnung, ich bin kein Astrophysiker. Wenn es überhaupt irgendwas damit zu tun hat. I don't know.
Ah, da ist ein Meteorit. Große Steine. Ne, das ist aber ziemlich groß. Warum sind die Steine zum... Oh, wenn ich irgendwo... Lol, okay, wenn ich irgendwo anstoße, dann geht da wirklich mein Sauerstoff bei kaputt. Okay, das ist aber mies. Das hätte man gut noch irgendwie mit so einem Crack im Helm irgendwie machen können. Das stelle ich mir gerade ein bisschen gemein vor, aber weil ich hier noch irgendwo von A nach B gezogen wurde, habe ich fast 400 Punkte gemacht. Hier oben. Wenn nichts mehr im Leben geht, führst du einfach mal hier ein bisschen Nachhilfe aus. Okay, also nach rechts hin war auch blöd gewesen. Also eigentlich war der erste Versuch eigentlich noch das Beste gewesen, was ich hatte. Ergo merken wir uns das wie bei der Titanic. Alles, was groß und mächtig wirkt, halten wir uns von fern. Das ist halt nur die Sache. Ich habe nur Angst. Bei unten sah es ja auch so aus, als wäre da der große schwarze Loch. Das große schwarze... Das ist die Sache. Da habe ich jetzt nicht doll angehauen, oder? Nee, habe ich glaube ich nicht. Ich würde gerne diesen Space Mushroom nochmal finden. Ich weiß halt nicht, ob ich mit jedem Anditschen halt auch sofort mehr Sauerstoff verliere. Ich bewege mich jetzt mal nicht von alleine weiter, sondern lass mich jetzt erstmal nur treiben. Ich versuche nochmal ein bisschen weiter nach links zu kommen. Na, probeweise so ein bisschen. Das läuft auch alles so von alleine. Das ist irgendwie... Das erinnert mich so, oh, wie hieß denn nochmal, damals nochmal dieses wirklich sehr, sehr alte Spiel, wo man wirklich nur einfach nur dieses Dreieck ist und die ganze Zeit Meteoriten einfach mal abschießt. Meteoriten? Ich bin auch gerade sehr, sehr erstaunt über mich. Auf jeden Fall ist das so ein richtig altes Arcade-Spiel damals gewesen. Daran erinnert mich das bloß nur gerade, bloß dass ich halt diese Dinger halt nur die ganze Zeit ausweichen muss und halt auch ein bisschen auf meinen Sauerstoff achten muss. Bin auch gerade sehr überwältigt, wie auch gerade der Charakter hier designt. Das, mit sowas hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht gerechnet. Das Problem, was ich jetzt nur gerade hinter der ganzen Sache finde... Oh, da ist Oxygen! Oh, geil! Oh, 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 oh! No, 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 no! Komm, 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 komm! Noch ein bisschen, noch ein bisschen! Komm, 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 komm! Gleich ist null! Oh, das war aber jetzt hier knapp. Ich meine, ich bewege mich jetzt wahrscheinlich nicht Richtung Schiff. Aber ich habe hier noch Sauerstoff gefunden. Ich werde mein Highscore noch zumindest noch knacken dürfen. Ich will es mal zumindest hoffen. Das ist alles schwarz. Das macht mir gerade Sorgen. Bin ich jetzt außerhalb des eigentlichen Spiels jetzt gerade gelandet? Kriege ich jetzt gleich einen Jumpscare präsentiert? Ich mache mal schnell die Ton raus. Also ist es theoretisch jetzt gerade gar nicht. Bin ich jetzt gerade außerhalb des Spiels jetzt gerade? Also die Punkte, die laufen jetzt gerade auch weiter, also lassen wir es einfach mal laufen. Ja, ich glaube, ich bin wirklich außerhalb des Spiels gerade geflogen, okay. Ja, wisst ihr was, also wenn ich eh gerade noch fertig Zeit habe, ich verliere ja kein Oxygen gerade, ne? Komischerweise, nur so ganz, ganz wenig, nicht mal, okay. Darauf gibt es erstmal einen schönen Kaffee. Ich meine, was macht man denn nicht an... Also ist jetzt die Frage, wenn du jetzt einfach mal so wirklich mein Weltall einfach mal ausgesetzt wird. Ich meine, mit Panik und sonstiges, ne, verbrauchst du ja mehr Sauerstoff. Also machst du dir schön bequem, lehnst dich zurück und lässt dich einfach mal treiben, ne? Hat dieser Ausdruck, sich einfach mal ein bisschen zu entspannen und nicht mal sich noch mal ein bisschen auf sich zu besinnen, noch eine ganz neue Ebene als dich. Na, mal ganz im Ernst. Wir sind jetzt bei den 1000 und, es passiert gerade förmlich nichts. Wirklich, einfach nichts. Okay, ja, gut. Kann man machen, ne? Oh, no to panic. O2. Oh, das ist ein Wortspiel. Ha, okay. Das ist nett. 2000 erreicht. Okay, gut. Also wir treiben weiterhin ins, würde ich absolut ins Bodenlose? Ins Nirgendslose? Ins Unendliche hinein. Ich glaube, es ist wirklich nicht so gedacht gewesen, dass es man sich hier irgendwie hinbewegt. Also man hat es ja so ein bisschen auch an den Hintergrund gemerkt, dass es einfach nur so ein bisschen als PNG vielleicht einfach war. JPEGs? Bitmaps? Ich weiß nicht mehr, wie man diese Hintergrundgrafik normalerweise nennt. Dass da einfach keine wirklich Unendlichkeitssache einfach dahinter herrscht. Dass man einfach, wenn man A1 ganz oben verlässt und dann unten bei F16 noch wieder hochschießt. Das heißt irgendwie so eine Sache. Ja, das war No to Panic. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, das Spiel. Oh, ich habe das Spiel geschlossen.
Okay. Das hätte zumindest gern nochmal anekdotisch einfach, ne, wenn man halt zu weit von rechts geht, dass man einfach links rauskommt. Wäre, glaube ich, einfacher gewesen oder beziehungsweise etwas sinnvoller. Das Schiff habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. Das macht mich eigentlich ein bisschen traurig. Zugegeben, ich weiß gerade nicht, welche Exe ich erstarten soll. RaccoonMania.exe oder Trashcrab.exe, wie auch das Spiel heißt. Okay, der Ordner heißt auch nur Raccoon. Ich nehme mal Trashcrab. Kommen wir jetzt mal zu dem letzten Spiel, was ich jetzt heute mal nochmal antesten werde. Das wird jetzt eine kleine Sache sein. Die ist jetzt tatsächlich nicht in dieser Global Game Jam von 2021 mit eingetragen. Aber ist anscheinend ein Spiel von 2021 und es waren über Raccoons. Also da muss man einfach mal reingreifen. Außerdem, die Musik jetzt gerade und das Overlay, das erinnert mich gerade an irgendein anderes Spiel, was ich mal gespielt habe. Ist aber auch wahrscheinlich auch nur der generelle Stil. Aber das ist so rein optisch. Von dem Titelbildschirm her, gerade das Schönste, was ich jetzt heute gesehen habe. Also spieletechnisch, wohlgemerkt. Was mich aber nur ein bisschen auffällt, und das würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen, könnte ich mal vielleicht an Kati mal fragen, ist das normal, dass man bei Global Game Jam Spielen keine Optionen irgendwie dazu bekommt? Und warum wird auch nur Exit irgendwie angezeigt, dass ich das spielen kann? Also andrücken kann. Credit? Ah! Aber wegen Auflösung und Soundeinstellung und sowas alles. Das ist halt einfach mal so eine Frage, warum das theoretisch so selten mit dabei ist. Na gut, wir wollen mal spielen. Es soll so ähnlich wie Untitled Goose Game sein. Get all the trash back to your hideout und ich soll alles einsammeln. Ach Leute, das ist ja super designt hier gerade. Okay, ich soll einfach nur die Sachen einsammeln und zurück zu meinem Hideout geben. Ich habe dabei eine. Ach Leute, ich habe sogar einen kleinen Sack mit dabei. Ach, wie cool ist das denn? Okay, ich muss Müll einsammeln. Davon am besten auch von den Leuten fernbleiben. Ich hab. Oh, einem sagt. Nein, ich stecke fest. Ja gut, Oh, ich kann auch nicht irgendwie Escape oder das die Runde neu starten. Okay, gut. Warten wir mal eine Minute. Mir fällt jetzt auch gerade so ein bisschen erst auf. Dieser Waschbär hat tatsächlich so eine Diebesbrille auf. Das ist ja knuffig. Ich meine, das Konzept ist sehr nett, aber dass man hier sich aufnocken kann, ist schon ein bisschen blöd. Ich komme hier nicht mehr weg. Set help, please. Hat das Spiel angepasste Musik, sobald es halt mehr zum Teil mal zum Ende kommt, dass tatsächlich die Musik dann schneller und hektischer wird? Das ist ja mega cool. Ein variabler Soundtrack. Okay. 10 von 10, ich liebe sowas. Smash Grab it! 7 Points, back to menu. Probieren wir es jetzt nochmal neu. So, wir müssen. Ich kann eine Mülltonne einsammeln. Ja, gut, ich kann. Okay, ich kann sogar Briefkästen einsammeln. Oh, ich werde aber auch langsamer. Oh, und die Leute haben mich entdeckt. Das ist unangenehm. Nope, 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 lass mich in Ruhe. Ha! Ey! Hat mich jetzt geschlagen, der Typ. Habe ich jetzt? Ah, ich habe aber Müll eingesammelt. Okay, ich muss also davor aufpassen, dass die Leute mich sehen. Die sind auf jeden Fall auf mir unterwegs und die hauen mir eine rein. Das ist ein bisschen gemein. Ich meine, Raccoons sind süß. Ich meine, was können die dafür, dass sie halt Müll sammeln und alles andere fressen? Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen die Krux an der Sache. Ich dachte mir so, okay, gut, sammle ich erstmal alles ein auf dem Weg, aber ich werde verhältnismäßig ganz schön langsam dadurch. Die Musik ist aber dabei sehr, sehr schön. Sehr schön. Ist auch super, weil man umso mehr Sachen einfach mal einsammelt, dass einfach auch dann so ein Sack einfach hinter einem quasi immer größer und größer wird und zusammenwächst. Kann ich eigentlich auch ins Wasser? Nein, kann ich nicht. Schade. Schade, ich kann auch nicht den Baumstamm einsammeln. Das wäre jetzt auch mal was. Ich habe auch das Gefühl, ist das anhand der. Komm, die Sachen kriege ich noch mit. Ah, lass mich weg. Oh, okay. Ah, wenn ich schnell genug bin, kann ich die Leute auch abschütteln. Da läuft mir jetzt aber hier blöd. Ah, shit, jetzt hat er mich gesehen. Nein! Das ist auch so ein Spiel, das kannst du tatsächlich nur mit einer Hand spielen. Tatsächlich, okay. Das Spiel kann man tatsächlich nur mit einer Hand spielen. Das erinnert mich hier so ein bisschen an die Werbung, die damals Shigeru Miyamoto bei Apple Arcade, nee, bei dem Apple Event gemacht haben, um Super Mario One tatsächlich zu bewerben, dass sie ein Mario-Spiel entwickeln wollten, was du unterwegs auch nur mit einer Hand spielen kannst, während du mit der anderen Hand einfach ein Burger isst. Ich meine, hey, das ist so typisch Miyamoto. Ich habe eine blöde Idee, daraus machen wir einfach mal ein Spiel. Ich meine, das passt ja irgendwie schon. Ah, ich habe 27 Trash-Sachen eingesammelt. Ist schon mal nicht verkehrt. Komm, das können wir aber noch mal toppen.
können ja auch noch die Sachen wegschmeißen. Vielleicht nutzen wir das einfach mal aus. Ich glaube nicht, dass die Leute das extra explizit dann wieder einsammeln. Was haben wir denn für eine schön designte kleine Wohngegend hier gerade? Auch wenn ich mich hier, glaube ich, Angst habe, mich wieder soft zu locken. Es wäre halt eine ganz schöne Idee eventuell, dass man nochmal hier eine Übersicht hat, was für Sachen man tatsächlich schon eingesammelt hat. Also wie viele Sachen man eingesammelt hat. Nicht unbedingt was, aber ungefähr wie viel. Dass man auch weiß, was steht eigentlich hier gerade so auf dem Spiel. So extra nochmal psychologischer Druck, ne? Ist auch genau das, was wir heutzutage brauchen. Noch mehr psychologischer Druck. Als würde das Vormod heute sowieso nicht schon komplett auseinandernehmen. Gott, bin ich dadurch langsam. Es zählt jetzt einfach mal, die Sachen einfach mal einzusammeln. Oh Gott. Es wäre halt noch cool, wenn der Raccoon, der Waschbär, noch so ein paar Animationsstufen hätte. Oh, ich schmeiß ja richtig weit die Sachen weg, umso mehr ich habe. Oh, das ist ärgerlich. Na, lass mich mal bitte schon in Ruhe. Du lässt mich mal hier in Ruhe. Okay, drei Sachen haben wir schon mal drin. Allein diese Laufanimation, das erinnert mich so ein bisschen an Oggi und die Kakerlaken. Oh Gott. Wenn man erstmal so ein bisschen bei Trash ist. Ich habe momentan wieder so ein paar Gelüste, einfach mir so Trash-Serien eventuell mal irgendwann anzugucken. Ich nehme sehr vieles, was das angeht, vor, aber mach das halt nie. Gott, dass mich jetzt der Typ die ganze Zeit folgt, das nervt mich jetzt gerade. Ja komm, hau mir jetzt einen rein. Nein! Das war jetzt ein bisschen zu weit. Junge, du kleiner Tierschänder. Böse. Jetzt mal aber würde ich so weit die Sachen einfach wegschmeißen. Das ist echt ein bisschen unkomfortabel. Ah, okay. Ich habe das Gefühl, meine Strategie, die geht hier nicht so ganz auf, wie ich mir die erhofft habe. Ah, die Idee war nett, aber 18, ja. Hätte besser sein können. Aber Trash Grab ist auf jeden Fall ein nettes kleines Spiel. Wie gesagt, dann nochmal so ein paar Animationsstufen. Umso mehr Sachen du einsammelst, dass da irgendwie so Schweißanimationen, hier so die Schweißhaufen so anstrengend wieder herkommt. Ich meine, da läuft der Raccoon ja trotzdem da vor den Tasche irgendwie noch in der normalen Laufbewegung. Das ist irgendwie so, sich das halt nochmal animationstechnisch nochmal so nachzieht. Das war eine echt nette Idee. Das erinnert mich so an, oh, wie hieß nochmal das Spiel? 60 Seconds? Wo man tatsächlich vor einem Nuklearangriff tatsächlich alles einsammelt, was man braucht. Ich weiß nur bloß nicht, ob man dabei dann weiterspielt mit den Sachen. Oder ob es nur darum geht, diese Sachen einzusammeln. Auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Das waren auf jeden Fall mal so 5 Spiele von dem Global Game Jam von der Hochschule Harz. Wenn ihr selber mal Interesse habt, diese Spiele zu spielen, da sind auch noch hoffenweise andere Spiele von denen. Wenn man ganz einfach mal, ich switch mal rüber zu Fensteraufnahme? Nein, Desktop. Desktop? Nein, das ist falsch. Einfach mal rüber geht zu Global Game Jam. Hat man hier oben ja noch. Also, das finde ich ein bisschen schade drum. Wenn ich hier nämlich auf Hochschule Harz drauf gehe, finde ich, meine ich die ganzen anderen Spiele nicht so ganz ohne irgendwelche Sachen. Nur Recent Uploads, See Out Games, genau. Sieht man das nur von dem aktuellen Jahr. Hier oben in der Suchzeile kann man aber zum Beispiel noch eingeben 2017. Nur als Beispiel, dann lädt er sich so ein bisschen das Wolf. Das ist ein bisschen schade drum, dass die Seite von Global Game Jam ein bisschen länger braucht. Aber hier hat man dann tatsächlich einige eingereichte Spiele von 2017. Das ist echt nett und das zieht sich auf jeden Fall nochmal durch bis 2021 jetzt gerade. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob tatsächlich jetzt 2017 die erste Eintrag ist. Aber es sind zum Beispiel ein paar schöne Sachen mit dabei. Also das kann man definitiv machen. Okay, Internal World Repair sieht auch gerade überhaupt nicht wie Minecraft aus, okay. Na gut, das ist aber nur eine kleine Sache meinerseits. Ich bedanke mich einmal herzlich fürs Zuschauen und vor allem Dankeschön für das Aufmerksammachen auf diese Spiele seitens Skati. Ich hoffe mal, es hat euch soweit gefallen und ihr habt hin und wieder noch mal ein bisschen Lust, einfach mal selber ein paar dieser Spiele mal zu spielen. Und wenn ihr Trash Grab spielt, schreibt mir bitte wie hoch euer Highscore war. Wie viel hatte ich nochmal gehabt? 24, 26? Ihr habt das zu toppen. Bis zum nächsten Mal. See ya.